Liebe Frau Münkler, Herr Prorektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemeinsam mit Thomas Rausch, mit dem ich die Freude habe, dieses Marsilius-Kolleg für einige Jahre zu leiten, möchte ich Sie ganz herzlich zu dieser Marsilius-Vorlesung willkommen heißen. Unser Prorektor hat schon auf unsere beiden Musiker hingewiesen, denen wir die Umrahmung verdanken. Der Wassermann hat mir einige wenige Worte zu den beiden Stücken auf das Papier geschrieben, die ich Ihnen nicht ganz vorenthalten will. Sie haben den langsamen Satz aus dem Mozartschen Klarinettenkonzert gerade gehört und er hat bemerkt, das ist Musik, die vom Himmel kommt in ihrer eindringlichen Schlichtheit und am letzten Tag eines diesigen Monats November uns die Herzen erfreut hier in Heidelberg. Und am Ende werden wir noch das Rondo aus einem Klarinettenkonzert von Stamitz hören, eine beschwingte Musik und ein wenig Kirmes passt zum Weihnachtsmarkt draußen. So steht hier. 2016 veröffentlichte Marina Münkler mit ihrem Ehemann Herfried Münkler das Buch »Die neuen Deutschen – Ein Land vor seiner Zukunft«. Am Anfang steht das dezidierte Bekenntnis, dass sich eine Kulturwissenschaftlerin und ein Politikwissenschaftler auf die dringliche Herausforderung unserer Gegenwart einlassen wollen. Der Umgang mit Massenmigration und Zuwanderung, mit Fremdheit und Aneignung prägt anhaltend die Politik unseres Landes wie kaum etwas anderes. Und am Ende dieses Buches liest man ein persönliches Bekenntnis, welche Zukunftshoffnungen sich mit der Geburt eines Kindes in der Familie verbinden. Die neuen Deutschen forderten und fordern die alten Deutschen heraus und das Buch fand hohe Aufmerksamkeit in den Medien. Bei den Debatten über Obergrenzen oder Bewältigungsstrategien, die oft weniger der Problemlösung als der Integration eigener Unterstützerkreise gelten, war manchmal vergessen worden, wie wir Zugehörigkeit oder Ausgrenzung eigentlich verstehen wollen. Mit ihrem Bekenntnis zur modernisierten Nation überwinden die beiden Münklers ein auf Blut und Verwandtschaft gestütztes romantisches Nationsverständnis. Ihr Begreifen ähnelt eher dem, was sich in den großen Einwanderungsnationen ausgeformt hatte. Holla, Deutschland ist plötzlich auch dabei. In den beiden Amerikas oder in Australien ließ sich Fremdheit eben nicht aus der Differenz von DNA konstruieren. Das Wort des französischen Gelehrten Ernest Renan von 1892, lange her, dass die Existenz einer Nation ein tägliches Plebiszit sei, hatte bei den Liebhabern von Blut und Boden keine Zustimmung gefunden. Wir freuen uns heute auf den Vortrag von Marina Münkler über Fremdheit, auch weil sie die gängigen Epochenetikettierungen von Mittelalter und Moderne so provokant umdreht. Als Wissenschaftlerin überschritt Marina Münkler wiederholt Grenzen von Zeiten und von Räumen. Die akademischen Wege von der Hessischen Wetterau und der Universität Frankfurt zur Humboldt-Universität zu Berlin und zur TU Dresden waren kilometermäßig vergleichsweise noch kurz. Promotion und Habilitation erfolgten an der Humboldt-Universität und in Dresden lehrt Frau Münkler seit 2010 als Professorin für ältere und frühneuzeitliche Literatur und Kultur. Ihre Entscheidung aber, Reisenden aus dem 13. und 14. Jahrhundert nach Ostasien zu folgen, führte zu bemerkenswerten Epochen- und Kontinentüberschreitungen. Aus diesem Forschungsfeld gingen zwei, neben anderen Aufsätzen, gingen zwei bemerkenswerte Bücher hervor. Eines davon, die 2000 gedruckte Berliner Dissertation, trägt den Titel »Erfahrung des Fremden – Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts«. In kulturwissenschaftlicher Integration germanistischer und historischer Methoden werden authentische Selbstzeugnisse und fingierte Augenzeugenberichte gelesen und Kulturkontakte in Diskursen analysiert.
Die Kapitel über die Paradigmen der Fremdbeschreibung oder die Konstituierung des Subjekts aus Reisen und Erfahrungen führten zu Neuinterpretationen der mittelalterlichen Überlieferung, die große Wirkung auf die aktuelle Forschung ausübten. Während der neuzeitliche Erfahrungsbegriff Tradition und Erfahrung in einen asymmetrischen Gegensatz setze, verknüpfe der mittelalterliche Erfahrungsbegriff Tradition und Erfahrung zu einer lebendigen Beziehung. Diese Einsicht provoziert alle, die sich die Wege zur Moderne immer nur als Zunahme von Empirie und Vernunft dachten. Man kann alte Augenzeugenberichte oder Fiktionen auch einfach nur in bunter Wunderlichkeit lesen oder die Lust an Welt im europäischen Spätmittelalter finden. Marina Münkler beschreibt das am Beispiel von Leben und Legende des Marco Polo. Ihr Bändchen, 2015 in zweiter Auflage bei CH Beck Wissen erschienen, präsentiert uns Marco Polo als Agenten wie als Repräsentanten von Aneignung, in dem Europa einst ein übermächtiges Asien entdeckte. Mit überschäumender Begeisterung wandten sich Leserinnen und Leser schon im ausgehenden Mittelalter den Erzählungen vom Wunderbaren, vom Kuriosen, vom Großen aus dem Osten zu. Diese Lektüre erfreute und belehrte zugleich. Doch niemand schafft es heute wie einst Marco Polo, so viele unterschiedliche Interessen seiner Nutzer zu bündeln und zu bedienen. In eine neue, andere Richtung ging dann die 2011 gedruckte Berliner Habilitationsschrift Narrative Ambiguität, die Faustbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts. Wie die Nibelungensage gehört der Fauststoff gleichzeitig zum Kulturerbe der Deutschen wie zur Literatur der Welt, und diese Ambivalenz gilt es immer auszuhalten. Beim Studium komplexer Erzähltradition verließ sich Marina Münkler nicht auf die immer wieder beschworene Mündlichkeit. Detektivisch enthüllte sie in genauer Lektüre komplexe Praktiken von Schrift- und Textkulturen. An die Stelle einer klaren Entwicklungsgeschichte tritt die Freude an erzählerischer Mehrdeutigkeit. Wir merken wieder einmal, nicht alles lässt sich in Komplexitätsreduktionen erfassen, weder die ganze Welt noch der historische Faustus. Frau Münkler ist nicht nur durch ein bemerkenswertes wissenschaftliches Werk hervorgetreten. Sie steht auch für ihr Fach und für die Wissenschaft insgesamt ein. Ihre Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat seit diesem Jahr mag als Zeichen dieser Verantwortungsbereitschaft für Gegenwart und Zukunft stehen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Vorlesung über Fremdheit, Frau Münkler. Verehrter Herr Prorektor, lieber Herr Schneidmüller, lieber Herr Rausch, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kommilitoninnen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich meinerseits auch zu dieser Vorlesung, über deren Einladung ich mich unglaublich gefreut habe. Ich habe da zunächst einmal in einem Irrtum mich eine Zeit lang ergangen, nachdem ich die Einladung bekommen hatte, dachte ich, ich soll die Festrede für irgendjemanden halten, dachte, wer das wohl sein mag. Es wurde mir aber nicht mitgegeben. Deswegen habe ich dann irgendwann mal nachgefragt und war dann sehr berührt davon, dass Sie mich in dieser Weise ehren wollen. Und ich muss sagen, dieser Saal ist so ehrfurchtgebietend, dass er einen etwas ängstigt. Aber interessant ist das, was Sie machen und was Sie mir als Aufgabe gegeben haben. Denn Sie haben ja, lieber Herr Schneidmüller, in Ihrer Einladung mir schon gesagt, ich solle über das Fremde sprechen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine schöne Sache, dann kann ich zwei Dinge, die ich gemacht habe, nämlich mich mit gegenwärtigen Problemen beschäftigen und mit dem, was ich zur mittelalterlichen Fremdheit gemacht habe, nochmal zusammenbinden in einem Vortrag. Und das will ich jetzt hier tun. Das wird ein wenig theoretisch werden. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, wenn man sich überlegt, wie kann man eigentlich die Frage von
mittelalterlichen Lösungen und modernen Problemen, womit ich ja vermieden habe zu sagen, mittelalterliche Lösungen für moderne Probleme. Wie kann man die eigentlich wirklich zusammenbinden? Und ich glaube, das kann man tun, wenn man das in 4 Schritten überlegt. Ich werde zunächst einmal etwas über den Begriff der Alterität, der für die Fremdheitsforschung ein ganz fundamentaler ist, sagen und mir auch überlegen, was dieser Begriff der Alterität an Schillerndem hat. Danach werde ich auf das Problem von Fremdheit und Transzendenz eingehen, Fremderfahrungen und Diskurse als drittes thematisieren und dann im letzten Schritt auf postmoderne Fremdheitserfahrungen kommen, wenn man denn diese Art von Epochenbegriff noch benutzen möchte. Ich tue das hier mal in Anlehnung an Sigmund Baumann. Und dann nochmal überlegen, ob von da aus mittelalterliche Lösungen und moderne Probleme tatsächlich zusammengebunden werden kann. Ungefähr zeitgleich ist seit den 70er Jahren der Begriff der Alterität zur Kennzeichnung zweier unterschiedlicher Referenzbereiche verwendet worden. Der Begriff der Alterität fungiert einerseits als Epochenmarkierung für das Mittelalter, andererseits wird er eingesetzt, um die Kodierung des Fremden als prinzipielle Gegenübersetzung zum eigenen zu beschreiben. Insofern scheint der Begriff der Alterität auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen angesiedelt zu sein, deren terminologische Konvergenz eher kontingent ist. Zwischen beiden Begriffsverwendungen ist jedoch auch eine analytische Konvergenz feststellbar, denn als Epochenmarkierung fungiert der Begriff der Alterität im zeitlichen Sinne als Kodierung von Andersheit und Fremdheit. Von Andersheit, indem man davon ausgeht, dass das Mittelalter von der Neuheit oder von der Neuzeit oder der Moderne fundamental im Sinne einer Entgegensetzung geschieden werden müsse, von Fremdheit, insofern man unterstellt, dass die mittelalterliche Wahrnehmung des Fremden durch schroffe Entgegensetzung geprägt gewesen sei, die das Fremde nur als das ganz andere wahrgenommen habe. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, wenn man zunächst betrachtet, wie Fremdheit überhaupt bestimmt werden kann. Fremdheit kann einerseits soziopolitisch im Sinne von Nichtzugehörigkeit gefasst werden. Sie kann andererseits lebensweltlich, wissenssoziologisch oder epistemologisch im Sinne von Unvertrautheit definiert werden. Nichtzugehörigkeit und Unvertrautheit unterscheiden sich dadurch voneinander, dass Nichtzugehörigkeit eindeutig zu sein scheint, während Unvertrautheit sehr unterschiedliche Grade einnehmen kann. Andererseits ist Nichtzugehörigkeit aber durchaus multipel, jedenfalls in modernen Gesellschaften, weil alle Mitglieder von Gesellschaften unterschiedlichen Subsystemen zugehörig sind. Und nicht nur die Alltagswelt zeichnet sich durch verschiedene Grade von Nähe und Ferne aus, sondern auch die Welt des Unvertrauten ist durch verschiedene Grade von Nähe und Ferne abgestuft. Eine eindeutige Festlegung von Fremdheit auf Alterität ist von daher prinzipiell schwierig. Das Fremde zeichnet sich zweifellos durch eine strukturelle Nähe zum anderen aus, aber es ist deshalb doch nicht damit identisch. Nicht alles, was anders ist, ist fremd und nicht alles, was fremd ist, ist anders. Begreift man die Relation von gleich und anders, von wir und die anderen als Inklusions- bzw. Exklusionsverhältnis, dessen Grenzziehung durch Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit vollzogen wird, so wird deutlich, dass diese Grenzziehung allein noch keine hinlängliche Definition des Fremden begründen kann. Was das Fremde dem anderen annähert, ist die Grenze, die zwischen Eigen und Fremd gezogen wird, weil auch in der binären Entgegensetzung von gleich und anders eine Grenze besteht. Was es vom anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Grenze zwischen Eigen und Fremd nicht klar definiert ist. Denn das, was man als das Fremde bezeichnet, ist in der Regel außerhalb des Bereichs habitualisierten, also selbstverständlich gewordenen Wissens angesiedelt. Die Bezeichnung von Personen, Gruppen oder Kulturen als fremd geht zwar häufig mit einer vermuteten Andersheit einher, aber eben nicht im Sinne einer Gewissheit, die eine so eindeutige Identifikation zulassen würde.
etwas fremd ist, kann also anders sein, aber es muss nicht anders sein. Im Vergleich zum Wissen über den anderen zeichnet sich Wissen über das Fremde dadurch aus, dass in ihm die Unvertrautheit thematisch wird und es seine besondere Relevanz daher erst durch Zuschreibungen gewinnt. Das Fehlen von Wissen muss spätestens dort, wo es durch die Konfrontation mit dem Fremden unausweichlich erfahrbar geworden ist, durch dessen Deskription wegerzählt werden. Beschreiben und Erzählen bilden somit eine spezifische Form der Konstitution wie auch der Aneignung des Fremden. Um das Fremde zur Erscheinung zu bringen, muss daher sowohl die Grenze zwischen Eigen und Fremd errichtet, als auch durch die Beschreibung überschritten werden. Überschritten freilich nicht in dem Sinne, dass die Grenze eingerissen, sondern in dem Sinne, dass ihr Jenseits repräsentiert wird. Diese spezifische Relation von anders und fremd, die sich daraus ergibt, lässt sich vielleicht am besten, und damit greife ich jetzt zum ersten Mal auf das Mittelalter, an einer Äußerung des Franziskanermönchs Wilhelm von Rubruck verdeutlichen, der 1253 bis 55 im Auftrag Ludwigs IX. Von Frankreich zu den Mongolen reiste. In seinem Itinerarium schreibt er, als er von Konstantinopel aus nach zweimonatiger Reise auf die ersten Mongolen getroffen sei, war es mir, als ob ich in eine andere Welt gekommen wäre. In der Formulierung, mir war, als ob ich in eine andere Welt gekommen wäre, fungiert der metaphorisch gebrauchte Verweis auf die andere Welt als Ausdruck extremer Befremdetheit, die durch das als ob aber relativiert wird. Denn die Kultur der aufgesuchten Mongolen erscheint eben nur, als ob sie eine andere Welt wäre. Die Äußerung vermittelt einen ersten, spontanen Eindruck und ist keine Kennzeichnung der Fremden als prinzipiell anders, sondern Ausdruck des eigenen Befremdetseins. Sie errichtet durch die Kennzeichnung der eigenen Befremdetheit zunächst eine Grenze gegenüber dem Unvertrauten, um sogleich anzuschließen, er wolle ihn nun, so Rubruck, deren Lebensweisen und deren Sitten ich euch, so gut ich es vermag, beschreiben will. Die anschließende Beschreibung der Mongolen und ihrer Kultur dient genau dazu, dieses, als ob ich in eine andere Welt gekommen wäre, wegzuerzählen, indem sie die andere Welt als eine fremde Kultur beschreibt, deren Regeln unvertraut, aber nicht völlig anders sind. Ich kann Ihnen das noch an einem kleinen Beispiel erläutern innerhalb dieses Textes, in dem Wilhelm von Rubruck beschreibt, wie er zum ersten Mal Kumis getrunken hat. Das ist die vergorene Stutenmilch, die die Mongolen sehr gerne trinken. Er schreibt, als er das erste Mal Kumis getrunken habe, sei ihm vor Ekel der Schweiß heruntergelaufen und die Haare hätten ihm zu Berge gestanden. Im Nachsatz aber, sagt er, nach einiger Zeit habe ich gelernt, dass es ein sehr wohlschmeckendes und ausgesprochen bekömmliches Getränk ist. Wilhelm hat also gelernt. Und Beispiele für dieses Lernen gibt er an mehreren Stellen seines Textes. Das heißt nun nicht, dass ihm die Mongolen so vertraut gewesen wären, dass er sie nicht mehr als Fremde begriffen hätte. Aber er hat einen spezifischen Aspekt der Fremderfahrung demonstriert im Grunde mit dieser Beschreibung, die ich Ihnen jetzt erläutern will. Ich gehe zunächst auf den Aspekt, meinen zweiten Punkt, von Fremdheit und Transzendenz ein. Fasst man das bisher Gesagte zusammen, so ergibt sich, dass das Adjektiv fremd unterschiedliche Aspekte bezeichnet und einerseits soziopolitisch, andererseits aber auch lebensweltlich bestimmt werden kann. Beide Dimensionen können sowohl unabhängig voneinander als auch vermischt auftreten. Nichtzugehörigkeit und Unvertrautheit unterscheiden sich dadurch, dass Nichtzugehörigkeit binär strukturiert und eindeutig zu sein scheint, während Unvertrautheit sehr unterschiedliche Grade einnehmen kann, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Die Frage von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, Inklusion oder Exklusion birgt jedoch eine Reihe von Implikationen, die über die Frage der Zugehörigkeit zu einem Verband oder einem System hinausgehen.
Soziopolitisch nämlich stellt sich die Frage von Inklusion und Exklusion immer nur unter Anwesenden. Sie erscheint als Form der Teilhabe an einem gesellschaftlichen System oder des Ausschlusses davon, die je nach Gesellschaftsform unterschiedlich geregelt sein kann. Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit ist in modernen Gesellschaften, aber nicht nur in modernen, durchaus multipel, weil alle Mitglieder von Gesellschaften unterschiedlichen Subsystemen zugehörig sind. Außerdem werden Inklusion und Exklusion häufig von Seklusion und Segregation begleitet, die ein starres Entweder-Oder verhindern. Interessant ist deswegen vielmehr die Begrifflichkeit, mittels derer Selbst- bzw. Fremdbeschreibung geleistet wird, beziehungsweise das Beschreibungssystem, das die Metaterminologie vorgibt und solcher Art die Diskursivierung des Fremden steuert. Bevor ich darauf näher eingehe, will ich zunächst den Aspekt der Unvertrautheit etwas detaillierter erläutern. Nicht nur die Alltagswelt zeichnet sich durch verschiedene Grade von Nähe und Ferne aus, sondern auch die Welt des Unvertrauten. Die räumliche und die deskriptive Bestimmung des Fremden trennen also nicht unterschiedslos zwischen Innen und Außen, nah und fern. Vielmehr ist die Kategorie der Fremdheit in sich heterogen und muss nach Graden unterschieden werden. Dafür gibt es in der jüngeren Forschung mehrere Ansätze, die das Fremde in der Regel nach einem dreigliedrigen Schema unterteilen. So unterscheidet Bernhard Waldenfels zwischen alltäglicher, struktureller und radikaler Fremdheit, nach der sich die Zugänglichkeit des Unzugänglichen differenziere. Unter alltäglicher Fremdheit versteht Waldenfels jene Form der persönlichen Unvertrautheit innerhalb der eigenen Ordnung, mit der jeder in der Alltagswelt permanent konfrontiert wird, wenn ihm andere persönlich unbekannt, aber durch ihre jeweilige Rolle so weit vertraut sind, dass er den Umgang mit ihnen gesellschaftlich zu handhaben vermag oder die jeweilige Rolle selbst übernehmen könnte. Um strukturelle Fremdheit handelt es sich dagegen dann, wenn die Verständigung über vertraute Rollenschemata nicht mehr möglich ist, weil die Sprache, gegebenenfalls aber auch die Mimik oder Gestik des Fremden unverstehbar werden. Strukturelle Fremdheit bezeichnet damit das, was außerhalb einer je bestimmten Ordnung liegt. Radikale Fremdheit ist dagegen dann gegeben, wenn nicht nur die Verständigungsfähigkeit, sondern die Orientierungsfähigkeit überhaupt schwindet. Sie bezeichnet die Erfahrung dessen, was außerhalb jeder Ordnung liegt und zwar kulturell gedeutet, nicht aber gebändigt werden kann. Diesem Ternar der Fremderfahrung bei Waldenfels entspricht weitgehend die von Justin Stagel im Anschluss an die Wissenssoziologen Alfred Schütz und Thomas Luckmann geprägte Differenzierung zwischen kleinen, mittleren und großen Transzendenzen. Fremdes findet sich nach Stagel schon im Integrationsfeld der Personalsphäre, wofür er den Begriff der kleinen Transzendenzen verwendet. Mehr noch ist die Gruppensphäre von Fremden durchsetzt und bedrängt. Denn sie enthält die mittleren Transzendenzen, die das bezeichnen, was sich dem üblichen Verständnis der Gruppe entzieht, weil es außerhalb ihres lebensweltlichen Horizonts liegt, durch die Erfahrung Einzelner aber angeeignet werden kann. Große Transzendenzen bilden demgegenüber die Konfrontation mit anderen Wirklichkeiten, die nicht mehr in den Bereich der normalen Erfahrung integrierbar sind, und daher auf der Ebene des Magischen oder des Religiösen angesiedelt werden. Sowohl Waldenfels als auch Stagel versuchen, mit diesen Abstufungen die binäre Entgegensetzung von Eigen und Fremd aufzubrechen. Beide Abstufungen der Fremdheit haben jedoch den Nachteil, dass sie sowohl innerhalb als auch außerhalb der eigenen Lebenswelt angesiedelt werden können, sodass es sich eher um Abstufungen der Fremderfahrung als um Grade der Fremdheit handelt. Für meine Überlegungen erscheint es mir von daher sinnvoller, zwischen interpersonaler, kultureller und innerkultureller und interkultureller Fremdheit zu unterscheiden, wobei die Grenzen zwischen diesen Formen der Fremdheit historisch und soziopolitisch erheblich differieren können, weil die unterschiedlichen Formen gesellschaftlicher Verknüpfung die Reichweiten der einzelnen Sphären stark beeinflussen.
Auf dieser Ebene von Fremdheit können Fremdheitserfahrungen kleiner, mittlerer und großer Transzendenzen gemacht werden. Das heißt, sowohl in der personalen als auch der innerkulturellen als auch der interkulturellen Sphäre können einem kleine, mittlere und große Transzendenzen begegnen, also das, was vom leicht Verstehbaren bis zum schwer Verstehbaren bis zum gänzlich Unzugänglichen, für das es dann eigentlich nur noch das geben kann, was Niklas Luhmann einmal die Kontingenzformel Gott genannt hat. Neben der Differenzierung von Fremdheit ist es daher auch erforderlich, zwischen unterschiedlichen Modi der Fremdheitserfahrung zu differenzieren. Denn Fremdheit ist ja natürlich keine Eigenschaft von Dingen oder Personen, sondern ein Beziehungsmodus, in dem wir externen Phänomenen begegnen. Ottfried Schäfte hat dafür einmal ein, wie ich finde, sehr spannendes viergliedriges Ordnungsschema entwickelt. Vier Modi möglicher Fremderfahrung, die er dann aber, und da wird es schwierig aus meiner Perspektive, unterschiedlichen historisch gegliederten Ordnungen zugeordnet hat. Im ersten Modus erscheint das Fremde als Resonanzboden des Eigenen. Und Schäfte ordnet das Ordnungen transzendenter Ganzheit zu. Also Ordnungen, die ihre Legitimität aus Transzendenz beziehen und gleichzeitig von einer Ganzheit ausgehen. Das haben Sie zum Beispiel in allen Religionen, die von einem Schöpfergott ausgehen. Sie müssen immer von einer Verfasstheit transzendenter Ganzheit ausgehen. Und dann erscheint das Fremde natürlich als Resonanzboden des eigenen, denn es kann nie ganz komplett fremd sein, weil es ja die transzendent fundierte Ordnung gibt. Im zweiten Modus wird das Fremde als Gegenbild begriffen. Schäfte ordnet es Ordnungen perfekter Vollkommenheit zu. Also solche Ordnungen, die der Überzeugung sind, sie selbst hätten eine Perfektion entwickelt, die von anderen niemals erreicht werden kann und deswegen Fremdheit als Gegenbild verstehen. Im dritten Modus wird das Fremde als Ergänzung wahrgenommen. Und es handelt sich hierbei bei den Ordnungskonzepten, die das Fremdheit als Lernumfeld, könnte man auch sagen, wahrnehmen, um Ordnungskonzepte dynamischer Selbstveränderung. Sie erkennen dahinter schon das Geschichtsbild, das Sie da haben. Sie gehen eigentlich, Sie schreiten quasi von der Antike über das Mittelalter, jetzt sind wir in der Neuzeit angekommen und in der Moderne siedelt Schäfte dann die Wahrnehmung des Fremden als Komplementarität an und schreibt das Konzeption komplementärer Ordnung zu. Ich finde, dass er damit mit seiner Phänomenologie der Fremderfahrung eigentlich vier extrem wichtige Aspekte genannt hat, von denen man zunächst einmal sagen kann, die beschreiben eigentlich relativ gut, welche unterschiedlichen Modi von Fremderfahrung man machen kann. Ich will das noch ein klein bisschen ausführen. Im ersten Modus erscheint das Fremde als abgetrennte Ursprünglichkeit, als ein Spannungsverhältnis auf der Grundlage basaler Gemeinsamkeit. Das Fremde wird damit nicht als schroffe Entgegensetzung, sondern eher als Schwellenerfahrung erlebt. Im zweiten Modus dagegen erhält es den Charakter einer Negation der Eigenheit, und zwar im Sinne von gegenseitiger Unvereinbarkeit. Den dritten Modus dann ordnet Schäfte komplexeren Sinnsystemen zu, weil sich in ihnen die schematischen Deutungsmuster einer dualen Ordnung nicht mehr aufrechterhalten ließen. Sie sind nach seiner Auffassung durch Assimilation und Akkommodation gekennzeichnet und das Fremde erhält so die Funktion eines externen Spielraums. Es wird zum Lernumfeld, für das man für das eigene etwas gewinnen kann. Wobei sich dann aber unter Umständen für das aneignende System die eigene Verarbeitungskapazität als ein Problem stellt. Im vierten Modus schließlich erscheinen Ordnungsstrukturen nicht mehr als ambivalent, sondern als polyvalent, so Schäfte, insofern sie komplementäre Ordnungen wechselseitiger Fremdheit zulassen.
Praktischer Ausgangspunkt ist dafür nach Schäfter die unübersehbare Erfahrung, dass sich wirklich Fremdes auch beim besten Willen nicht verstehen lässt und dass die interne Verarbeitungsfähigkeit in Konfrontation mit immer zahlreicheren, komplexen Außenbereichen schnell überfordert wird. Fremdheit erscheint in diesem Fall, so Schäfter, als gegenseitige Fremdheit und mündet daher in die Anerkennung der wechselseitigen Differenz, weil man sich der eigenen Perspektivität bewusst ist. Das, was ich an dieser Beschreibung schwierig finde als Medievistin, ist, dass er sie chronologisch geordnet hat und das Mittelalter dann in einer spezifischen Form von Alterität bei Fremdheit als Gegenbild landet. Und das hat es ja auch in der Medievistik sehr lange getan. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass Fremdheit als Lernumfeld oder als Komplementarität überhaupt erst Errungenschaften der Neuzeit sind oder der modernen Gesellschaften und dass das Mittelalter sozusagen ein Bereich ist, von dem man sich abgrenzen muss, was die Fremderfahrung anbetrifft. Ich glaube das nicht so richtig und will versuchen, Ihnen das zu belegen. Dazu gehe ich jetzt in meinem dritten Schritt auf die Frage ein, in welcher Weise eigentlich Fremderfahrungen durch Diskurse geprägt sind. Denn Fremderfahrungen werden ja ganz selten unmittelbar gemacht. Selbst dort, wo man wie in der Gegenwart unmittelbar mit Fremden konfrontiert ist, ist es durchaus so, dass die Diskurse extrem prägend sind für die Wahrnehmung. Das Fremde teilt sich keineswegs von selbst mit und auch die Erfahrung des Fremden wird nicht einfach durch Wahrnehmung gesteuert, sondern durch dahinterliegende Diskurse. Dieser Aspekt der diskursiven Wahrnehmung des Fremden oder der diskursiven Steuerung der Wahrnehmung des Fremden lässt sich weiter ausführen, wenn man versucht, die möglichen Reflexionsformen kultureller Grenzung in einer durchaus unabgeschlossenen Systematik von Diskursen zu ordnen. Jürgen Osterhammel hat das einmal für die Neuzeit getan und hat dabei idealtypisch 5 Weisen des Sprechens über andere Kulturen unterschieden. Als erste Form bezeichnet er den ethnografischen Diskurs, der kulturelle Grenzen dort zieht, wo Zivilisationen sich durch ihre Customs and Manners in ihrer alltäglichen Lebensführung und öffentlichen zur Schaustellung unterscheiden. Zu den Leitdifferenzen dieses Diskurses gehören Fragen nach Nahrung, Kleidung und Wohnung, nach Sexualverhalten und Verwandtschaftsbeziehungen, nach der Stellung von Frauen in der Gesellschaft, der Erziehung der Kinder, nach Formen der Abhängigkeit, nach Begräbnisriten, Strafjustiz und der Unterscheidung von sozialen Rängen. Als zweite Form der Diskursivierung des Fremden unterscheidet er den theologischen Diskurs über das Fremde, der fremde Kulturen nach ihrer Religiosität einordnet und nach Osterhammels Überzeugung in seinen Grundfiguren aus der mittelalterlichen Abwehr der islamischen Herausforderung entstanden ist. Ich würde sagen, da ist etwas dran, aber es ist mitnichten so, dass das Mittelalter auf den Islam nur im Sinne eines theologischen Diskurses, der andere Formen des Glaubens komplett abwehrt, schaut. Das hängt zum einen damit zusammen, dass dieser theologische Diskurs im Mittelalter in einen missionstheologischen Diskurs in Auseinandersetzung mit anderen Religionen wechselt. Und der missionstheologische Diskurs setzt auf Anschlussfähigkeit, auf Anknüpfungsmöglichkeit für die Mission. Das heißt nicht, dass er andere Religionen im genuinen Sinne anerkennt, aber er sucht in ihnen das, was ähnlich brauchbar ist und was man im Grunde als ein Lernumfeld nutzen kann. Der juristisch-politische Diskurs nun als die dritte Form dreht sich in der Regel um die Frage, ob die Bewohner außereuropäischer Länder vollwertige Rechtssubjekte sein können. Das ist natürlich in der Tat ein genuin frühneuzeitlicher Diskurs. Ob sie gültige Rechtstitel an ihrem Grund und Boden halten können und ob bei ihnen Herrschaft legitim ausgeübt wurde. Der juristisch-politische Diskurs der frühen Neuzeit ist ein Erobererdiskurs letzten Endes. Denn die ganze Eroberung der neuen Welt funktioniert darüber,
dass man den dort vorhandenen Einwohnern das Recht auf Eigentum bestritten hat. Das hat im Grunde genommen zur Geburt des Völkerrechts geführt und der Frage, in welcher Weise bestimmte Völker rechts- und herrschaftsfähig sind oder so gedacht werden können. Als vierte Diskursformation beschreibt Osterhammel den historischen Diskurs, der überall dort geführt werde, wo Entwicklungsmodelle die Betrachtung fremder Kulturen strukturieren. Und als fünfte Form nennt er dann schließlich den biologisch-rassischen Diskurs, der über kulturelle Abgrenzungen hinausgehe, weil er Unterschiede postuliere, die kulturellen Einwirkungen entzogen seien. Diese fünf Diskurse bilden nach Osterhammel das Grundrepertoire der Reflexionsformen kultureller Abgrenzungen. Sie können auch hier unschwer ein chronologisches Ordnungsschema erkennen. Mit dem biologisch-rassischen Diskurs bewegt sich Osterhammel im 19. und 20. Jahrhundert, mit dem historischen Diskurs eigentlich im 18. Jahrhundert, das sich über Entwicklungslogiken Gedanken gemacht, mit dem juristisch-politischen in der frühen Neuzeit mit der Eroberung der Welt, mit dem theologischen im Mittelalter und mit dem ethnografischen doch irgendwo dazwischen. Man könnte sagen, der ist für die Antike dominant, da ist auch was dran. Und dennoch ist er der Einzige, von dem man sagen kann, er ist insgesamt geblieben. Für das Mittelalter glaube ich aber doch, dass man von einer anderen diskursiven Formation ausgehen muss. Natürlich kann man sagen, dass es historische Diskurse im Sinne von entwicklungslogischen Diskurse nicht besonders intensiv gegeben hat. Sie tauchen aber hier und da durchaus auf. Was es sicher nicht gegeben hat, sind biologisch-rassische Diskurse. Es gibt keine biologistischen Erklärungen, es gibt ja auch noch gar keine Biologie. Natürlich aber gibt es den juridisch-politischen Diskurs und der ist für die Frage, ob es legitim ist, das Heilige Land zu erobern, durchaus ziemlich zentral, denn das im Prinzip kennt die mittelalterliche sozusagen Jurisprudenz an der Grenze von römischem und Recht und kanonischem Recht kein Recht auf Eroberung. Insoweit muss die Eroberung des Heiligen Landes immer auch als eine Rückeroberung beschrieben werden. Sicherlich ist zentral der theologische Diskurs für das Mittelalter, der als Metadiskurs den naturkundlichen und den historiografisch-ethnografischen Diskurs gesteuert hat. Im Sinne einer Alterität des Mittelalters wird aber häufig angenommen, es habe das Verfremde, vermittelt durch die Dominanz des theologischen Diskurses, ausschließlich im Modus des absoluten Gegensatzes betrachtet und dabei extrem negativ gelabelt. Nun findet man diesen Modus zweifellos im Mittelalter, aber er wird doch immer wieder flankiert oder auch überboten von der Vorstellung der Welt als von Gott eingerichtetem Ordo. Ich will versuchen, Ihnen das an einer Äußerung, einer etwas längeren Äußerung Fulchers von Chartres zu erläutern. Der 1059 in oder bei Chartres geborene Fulcher, der 1127 in Jerusalem verstorben ist, war Teilnehmer und einer der wichtigsten Chronisten des ersten Kreuzzugs. Er hat mehr als 25 Jahre in Palästina gelebt und beschreibt das Leben der Okzidentalen im Orient mit folgenden Worten. Denn wir, die wir Abendländer waren, sind nun Orientalen geworden. Einer, der Römer oder ein Franke war, wurde in diesem Land zu einem Galiläer oder Palästinenser. Einer, der aus Reims oder Chartres stammte, ist nun ein Bürger von Tyrus oder Antiochien geworden. Wir haben unseren Geburtsort bereits vergessen. Schon kennen ihn viele von uns nicht mehr oder er wird nicht mehr erwähnt. Einige besitzen bereits ein Heim oder einen Hausstand aufgrund einer Erbschaft. Einige haben Frauen, nicht nur aus ihrem eigenen Volk genommen, sondern Syrerinnen oder Armenierinnen oder gar Sarazeninnen, welche das Sakrament der Taufe empfangen haben. Bei dem einen lebt nicht nur sein Schwiegervater, sondern auch die Schwiegertochter oder sein Eigenfleisch und Blut, wenn nicht gar sein Stiefsohn oder Stiefvater. Hieraus leiten sich Enkel und Urenkel ab.
Die einen kultivieren Weinberge, andere bestellen Felder. Die Leute gebrauchen die Wortwahl und Ausdrucksweise verschiedener Sprachen, wenn sie sich über dies und jenes unterhalten. Worte unterschiedlicher Sprachen sind Gemeingut geworden, das jeder Volkszugehörigkeit geläufig ist, und gegenseitiges Vertrauen vereint jene, denen ihre Herkunft nicht bekannt ist. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, so Jesaja 65,25. Wer als ein Fremder geboren wurde, gleicht nun einem Hiergeborenen. Wer als Ausländer auf die Welt kam, ist zu einem Einheimischen geworden. Die Fremde erscheint hier als Lernumfeld, als Ort des Heimischwerdens und der Integration in eine Lebenswelt, in der fremde Sprachen gesprochen werden, aber dennoch feste Verwandtschaftsbindungen möglich sind und Vertrauen dominiert. Nun könnte man ja natürlich einfach sagen, großartiger Text, der Fulcher war seiner Zeit voraus. Tja, modern, mitnichten. Das ist ganz und gar mittelalterlich. Und das merken Sie spätestens dann, wenn Sie die Begründung für dieses aus heutiger Perspektive nahezu idyllisch zu nennende Bild lesen, das ich Ihnen jetzt noch kurz vortragen werde. Wundert euch also nicht, wenn ihr Zeichen am Firmament seht, denn Gott wirkt dort Wunder wie auf Erden. Denn wie im Himmel, so auch auf Erden wandelt und ordnet er alles, wie er es will. Wenn aber das, was er schuf, wunderbar ist, um wie viel wunderbarer ist der, der es schuf? Überlegt euch bitte und denkt darüber nach, wie Gott zu unserer Zeit den Okzident in den Orient verwandelt hat. Kommen wir nun zu meinem letzten Punkt, moderne oder postmoderne Fremdheitserfahrungen. Von dieser Begründung her, dass Gott die Welt so wunderbar gestaltet hat, scheint es fraglich, ob sich Fulcher eignet, als Vorbild einer modernen Beschreibung des Austauschs von Eigen und Fremd zu dienen. Was durch seine Beschreibung aber offensichtlich wird, ist das Faktum brutum, dass die moderne Gesellschaft keineswegs die angeblich dominierenden mittelalterlichen Feindsetzungen überwunden und an ihre Stelle modernes Verständnis gesetzt habe. Vielmehr scheint es so zu sein, dass gerade religiös erkaltete Gesellschaften an einer Ambivalenz von Faszination durch und Furcht vor dem Fremden leiden. Ich möchte das nachfolgend an Sigmund Baumanns Beschreibung des Fremden in der von ihm als postmodern bezeichneten Gesellschaft skizzieren. Dazu habe ich ein Kapitel aus Baumanns Buch Flaneure, Spieler und Touristen ausgewählt, das überschrieben ist »Ein Wiedersehen mit dem Fremden«. Baumann geht von einem Pendeln des Fremden zwischen Faszinosum und Tremendum aus und spricht von dessen Ambivalenz bzw. Janusköpfigkeit. Ich würde sagen, man muss sagen, es gibt die Ambivalenz der Wahrnehmung des Fremden, nicht die Ambivalenz des Fremden selbst. Das Fremde, so Baumann, hat zwei Gesichter. Das eine wirkt verlockend, weil es mysteriös ist, es ist einladend, verspricht zukünftige Freuden, ohne einen Treueschwur zu verlangen. Ein Gesicht unendlicher Möglichkeiten und immer neuen Abenteuers. Das andere Gesicht wirkt ebenfalls geheimnisvoll, doch es ist ein finsteres, drohendes und einschüchterndes Mysterium, das darin geschrieben steht. Welche Strategien nun werden in modernen beziehungsweise nach Baumann postmodernen Gesellschaften angewandt, um die Beziehung zum Fremden sozialverträglich zu gestalten? Baumann benutzt einen konfessionspolitischen Begriff Melanchthons, um die Verhältnisse der Großstadt zu beschreiben. Er spricht von einer postmodernen Version der Adiaphorisierung. Die Adiaphora sind in der Diskussion des 16. Jahrhunderts die nicht so wesentlichen Aspekte der anderen Konfession. Und diese Adiaphorisierung besteht nach Baumann darin, dass man menschliche Beziehungen ihrer Bedeutsamkeit entkleidet, also den Fremden moralisch irrelevant macht, indem man in ihm nur noch das passende oder die nützliche oder interessante Facette des anderen wahrnimmt. Die Großstadt als die Routinewelt der Fremdheit und des Zusammentreffens von Fremden folge dem Imperativ der Indifferenz als Modus der Begegnung mit dem Fremden.
Wenn in der Fahrung der Stadt das Vergnügen die Oberhand über ihre andere Begleiterscheinung, die Furcht, gewinnt, dann dank einer Bewahrung der Fremdheit der Fremden, dank eines Einfrierens der Distanz und der Verhinderung von Nähe. Das heißt, aus dem Fehlen von Verantwortung und aus der Gewissheit, dass, was immer zwischen Fremden geschehen mag, ihnen keine dauerhafte Verpflichtungen auferlegt und in seinem Gefolge keine notorisch schwer zu bestimmenden Konsequenzen hinterlässt. So betrachtet sei die Großstadt die Ermöglichung der Koexistenz von Fremdheiten durch ihre Vergleichgültigung, indem weder starke Ansprüche noch Wertungen gegeneinander erhoben bzw. geltend gemacht würden, könne das Fremde als Fremdes fortbestehen, ohne bedrohlich zu sein. Das ist, würde ich sagen, die Logik dessen, was man umgangssprachlich Multikulti nennt. Also multikulturelles Nebeneinanderleben, nicht Zusammenleben, das aber hat eine Begleiterscheinung. Das metropolitane Ordnungsmodell der Entschärfung von Fremdheit durch Indifferenz kann nämlich nach Baumann unvermittelt in sein Gegenteil umschlagen, und zwar immer dann, wenn die Vorstellung des sicheren Zuhauses als sinngebende Metapher menschlichen Lebens ins Spiel kommt und die Oberhand gewinnt. Von nun an ist alles, was außerhalb des Zuhauses ist, ein Gelände voller Gefahren, und dessen fremde Bewohner werden nur noch im Modus der Bedrohung wahrgenommen. Also müssen sie ferngehalten oder verjagt werden. Es ist der Traum von einem wehrhaften Raum, von einem Ort mit sicheren und wirksam bewachten Grenzen, einem Territorium, das semantisch transparent und semiotisch lesbar ist, einem Gelände frei von Gefahren und besonders der Unberechenbaren, wo lediglich unvertraute Menschen in regelrechte Feinde verwandelt werden. Und das Stadtleben mit all seinen komplizierten Geschicken, den Strapazen und der unermüdlichen Wachsamkeit, die es verlangt, kann diese Träume vom Zuhause nur intensivieren. Die Großstadt, so lassen sich Baumanns Überlegungen resümieren, die die Koexistenzen der Fremdheit im Modus der Indifferenz ermöglicht, bringt auf der Grundlage derselben Bedingungen eine intensivierte Ablehnung des Fremden hervor, bei der Indifferenz unmittelbar umschlägt in Feindseligkeit. Der Stadtflaneur und der Verteidiger des sicheren Zuhauses stellen dabei die beiden Extreme der möglichen Modi des Umgangs mit dem Fremden dar. Die Reaktion der gemäßigten Philie und die Reaktion der Phobie. Am Ende führen die großstädtischen Verhältnisse keineswegs zu einer grundsätzlichen Anerkennung des Fremden. Der Fremde wird weiterhin als janusköpfige Gestalt wahrgenommen und es gelingt durch das Verfahren der Vergleichgültigung nicht, was man hätte erwarten können, der zuverlässige Schutz des Fremden durch die Trennung des Faszinierenden vom Bedrohlichen. Der Fremde, so lautet Georg Simmels berühmte Formel, und das ist der Fremde, vor dem die Angst jetzt besonders groß ist, sei der Gast, der heute kommt und morgen bleibt, der sich vom Gast also zu einem Teilhaber der Gesellschaft entwickelt. Indem er bleibt und länger bleibt, eignet er sich die kulturellen Techniken des Gastlandes an und verliert zunehmend an Fremdheit im Sinne von Unterlegenheit. Und gerade dieser Fremdheitsverlust ist es, der ihn für manche seiner Gastgeber bedrohlich erscheinen lässt. Er wird ihm zum eingebildeten oder tatsächlichen Konkurrenten um knappe Ressourcen, seien dies nun Arbeitsplätze, Sozialleistungen, Frauen oder Einfluss und Macht. Nicht die Fremdheit als solche, sondern ihr rudimentärer Fortbestand unter Aneignung vom eigenen des Gastlandes führt zur Erosion seiner Akzeptanz. Und dies ist ein dritter Aspekt, der neben die beiden von Baumann genannten tritt. Man könnte dies auch die Dialektik der Entfremdung nennen. Auf die Entfremdung der Fremden reagieren zumindest Teile unserer Gesellschaft nicht mit einer Vergleichgültigung oder einer Zunahme an Vertrauen, sondern mit dem, was man in der jüngeren Forschung Othering nennt. Der Fremde ist nicht der Andere, er wird zum Anderen gemacht.
Othering bezeichnet das Labeling von anderen Gruppen mit dem Ziel, sie zu Andersartigen zu machen, um die eigene Normalität zu bestätigen. Diese wird dabei aber gerade nicht zur Norm erhoben, nach der alle streben sollten, denn das wäre ja quasi eine Eintrittstür auch für Fremde, sondern lediglich zur Normalität der Eigengruppe, zu der Fremde keinen Zugang haben. Othering beschreibt den Prozess, die Eigengruppe positiv hervorzuheben, indem man eine andere Gruppe negativ labelt und als andersartig klassifiziert. Wobei zumeist unterschiedliche Stereotypisierungen, die sich, und das können Sie jetzt tagtäglich erleben, nicht zuletzt auf Religion und Kultur beziehen, zu Konglomeraten vorgeblich unüberwindlicher Andersheit verschmolzen werden. Die Konzeption des Othering bezeichnet daher nicht die Identität von anders und fremd, sondern betont, in welcher Weise und mit welchen Mitteln die Fremden zu anderen gemacht werden, die niemals zugehörig werden können. Auf dieser Grundlage errichten Prozesse des Othering unüberwindlich scheinende Grenzen. Deshalb auch betrachten diejenigen, die an einem solchen Othering Interesse haben, sowohl die in den Metropolen herrschende Indifferenz gegenüber dem Fremden als auch alle Konzeptionen von Integration, die auf das Entstehen von Vertrautheit und das Einheimischwerden von Fremden setzen, als ihre Feinde. Im Grundsatz widerspricht das allen soziologischen Beschreibungen der Funktionsmechanismen moderner Gesellschaften, insbesondere aber ihren Anforderungen. Die moderne Gesellschaft ist nur als eine Gesellschaft denkbar, die mit Ambiguitätstoleranz auf Fremde reagiert. Und nur so ist sie funktionstüchtig zu erhalten. Ihr Funktionieren beruht auf einer generalisierten Vertrautheit mit Fremdheit und dem gleichzeitigen Offenhalten der Entfremdung von Fremden, das heißt also dem Heimischwerden in der Fremde. Dies ist gegenüber lebensweltlichen Routinen wie auch negativen Erfahrungen eine erhebliche Abstraktionszumutung. Und sie ist eine Zumutung, die viele nicht oder nicht mehr auszuhalten bereit sind. Das gilt durchaus nicht nur für diejenigen, die sich als Einheimische verstehen. Es gilt auch für jene Fremden, die als Migranten in ihnen unvertrauten Gesellschaften leben. Sie müssen einerseits mit dieser Gesellschaft vertraut werden und darauf vertrauen, dass sie einheimisch werden können. Andererseits müssen sie aber hinnehmen, vielfach Ablehnungserfahrungen zu machen und darauf ihrerseits mit Indifferenz zu reagieren. Damit sind wir jetzt mitten im Problem, und Sie haben das sicher schon die ganze Zeit gemerkt, im Problem der Fremdenfeindlichkeit unserer Zeit. Wie ist zu erklären, dass in einer auf Lernen, also auf der Aneignung von Fremdem beruhenden Gesellschaft, die im Prinzip selbstzerstörerische Neigung zur Exklusion des Fremden besteht und offenbar zunimmt? Haben wir es dabei mit Regressionen zu tun, mit so etwas wie einem Rückfall ins Mittelalter? Übrigens eine Bemerkung, die man gerne mal liest in Artikeln, die sich über unsere derzeitigen Probleme äußern. Da ist gerne mal vom Rückfall ins Mittelalter zu tun. Haben wir es also mit solchen Regressionen zu tun, die die allgemeine Entwicklungsrichtung der Generalisierung des Fremden nicht wirklich unterbrechen? Oder stoßen wir hier auf eine Selbstüberforderung der Gesellschaft bzw. ihrer Mitglieder, bei denen die Grenze ihrer Lernfähigkeit oder Lernbereitschaft erreicht sind? Sicherlich nicht bei allen gleichermaßen, aber vielleicht im wachsenden Maße bei denen, die keine gesellschaftlichen Gratifikationen für weiteres Lernen bzw. die Aufrechterhaltung einer möglicherweise erlernten Indifferenzreserve erwarten dürfen. Und wenn beides zutrifft, was heißt das für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft? Fremdenfeindlichkeit in modernen Gesellschaften lässt sich, wenn man die gerade pointierte Alternative zwischen zeitweiliger Regression und systematischer Überforderung zuspitzt, im Lichte dieser Überlegungen definieren als regressive Konzentration von Aggressionen gegen unmittelbar sinnfällige Fremde. Die Frage ist nur, ob diese Aggressionen tatsächlich regressiv sind oder ob sie nicht vielmehr
von der Moderne selbst hervorgebracht werden, infolge des Versagens im produktiven Umgang mit dem alltäglichen Fremden, mit der notorischen Unvertrautheit im eigenen, die moderne Gesellschaften ihren Mitgliedern permanent zumuten. Solche Zumutungen aber sind, das kann uns das Beispiel Fulchers von Chartres vermitteln, überwindbar. Fulcher hat seine Beschreibung des Entstehens von Vertrautheit, des Heimisch- und des Einheimischwerdens in einer Situation beschrieben, die eigentlich von starken Feindsetzungen geprägt war. Dennoch hat Fulcher den Verzicht auf Feindsetzungen, das Entstehen von Nachbarschaften, Freundschaften, Ehen und Verwandtschaften nicht nur als möglich, sondern als gelungen beschrieben, bei gleichzeitiger, wechselseitiger Anerkennung des Fremden als Lernumfeld und als Feld sich ausbildender Kooperation. Das Beispiel Fulchers, wie auch das weniger spektakuläre Wilhelms von Rubruck, ist damit geeignet, das von mir eingangs erläuterte Konzept der Alterität des Mittelalters wie der Alterität des Fremden, wenn nicht aufzuheben, so doch erheblich zu relativieren. Für Fulcher war es offenbar denkmöglich, unterschiedliche Modi der Fremderfahrung, den Modus des Fremden als Lernumfeld, den Modus des Fremden als Komplementarität auf der Basis des Modus des Fremden als ursprüngliche Einheit innerhalb eines transzendent gesetzten Ordo zusammenzudenken. Es zeigt, dass im Mittelalter das Fremde keineswegs nur als das ganz andere begriffen worden ist, sondern vielmehr unterschiedliche Erfahrungsmodi des Fremden miteinander verknüpft werden könnten. Und daraus kann man lernen, wenn man das Mittelalter nicht einfach nur als die Epoche des ganz anderen begreift, sondern als potenzielles Lernumfeld. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.